Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum letzten Unboxing für diesen Monat. Den letzten Monat. Denn sie ist wieder sehr spät gekommen. Die Vanasche, die Weltbox. Und ich habe das Gefühl, die kommt immer später. Ja, sie ist wieder später gekommen. Ich weiß schon, dass es in die asiatische Richtung gehen wird. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so meine Box sein. Aber wir gucken ja jetzt trotzdem rein. Ich weiß, die nächste Box, die wird auf jeden Fall wieder sehr gut für mich. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn es wird natürlich ein Gewinnspiel geben. Es sind auch noch die aktuellen Gewinnspiele oben in der Infobox verlinkt. Es sind auf jeden Fall einmal das Awesome Beauty Gewinnspiel. Und vielleicht kommt die nächste Zeit noch was online. Mal gucken. So, wir öffnen dann diese wunderschöne Box hier. Und ihr seht es schon, so sieht das Ganze aus. Es kommt aus Japan. Da steht Japan drauf. Ja. Ich bin ein bisschen überfordert. Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Wir haben dann wieder einmal einen japanischen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Tempel. Keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht aus. Und einmal wieder das Heftchen dazu. Und zwar Japan. Größte Städte: Tokio, Osaka, Nagoya und Fukuoka. Hauptstadt ist Tokio. Sprache ist Japanisch. Hat 126,3 Millionen Einwohner und typisch japanisch ist Anime, Kirschblüten, Automaten, Tee und Reis. Konnichiwa, ihr Naschkatzen. Dieses Mal nehmen wir euch auf eine Reise mit, die es wirklich in sich hat. Verborgene Tempel, wahre Naturschätze und kunstvolle Essen. Das ist Japan. Ein Highlight jagt das nächste. Auf unserer Tour durch das traditionelle Japan gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch viel zu naschen. Unsere Snackbox voller japanischer Leckereien wartet nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Da bin ich gespannt. Hier haben wir eben noch ein paar Fun Facts über Japan und dann die Produkte, beziehungsweise ja, die Produkte. Ja, nehmen wir eins nach dem anderen raus. Das erste, was wir haben, habe ich schon erspäht, ist ein Cheetos-Päckchen und da freue ich mich, denn die sollen ja mega gut sein. Habe jetzt, den zeige ich euch auch jetzt schnell, übrigens von meiner Schwester auch Cheetos bekommen, aber mit Crunch Cheetos Cheese Flavor. Also die gab es bei Action, glaube ich, hat sie gesagt. Hat sie mir welche mitgenommen und die will ich natürlich unbedingt testen. Und natürlich will ich die auch unbedingt testen. Das ist eben auch crunchy, aber eben kein... Jetzt verstehe ich das erst. Cheetos Cheese. Hast aber lange dafür gebraucht, der Fehler. Nein, finde ich cool. Werde ich auf jeden Fall wahnsinnig gerne testen. Cheetos sind schon toll. So, dann haben wir als nächstes... Keine Ahnung. Das hatten wir schon mal drin. Dieses Caplico, Capriso Giant. Das ist dieses Schaumwaffeleis. Kann man das so sagen? Oder ist das mit Schokolade? Auf jeden Fall ist das mit Erdbeere. Wir hatten das ja schon mal in Schokolade. Und deswegen würde ich sagen, wandert es auch an euch weiter. Denn ich habe die Schokolade schon probiert und ich habe es nicht so mit künstlichem Beigeschmack, gebe ich tatsächlich zu. Ist nicht so meins. Ach ja, zu den Cheetos. Fast vergessen. Cheetos Crunchy. Noch mehr Crunch geht nicht. Knusprige Knabberei mit Käseflavor. Cheesy Time. Okay, das war es tatsächlich, was da stand. Und bei diesem Capriso, wie gesagt, das geht an euch, weil ich es nicht so mit Erdbeergeschmack habe. Giant Caplico. Giant Caplico. Giant Caplico. Luftiges Eis ohne Kälte. Außen Erdbeermus, innen Schokolade. Eis à la Japan. Ich weiß nicht, mich spricht sowas nicht an, da esse ich lieber ein richtiges Eis. Dann haben wir als nächstes was Kleines. Ah ja, den hatten wir auch schon. Okay, der wird wahrscheinlich auch in eure Box wandern. Das wird auf jeden Fall sehr viel für euch. Wieder Erdbeer. Den hatten wir auch in Schokolade. Ich glaube, den habe ich sogar gegessen. Der war echt nicht schlecht. Aber Erdbeer ist einfach nicht meins. Ist einfach nicht meins. Und zwar Puku Puku Strawberry. Fischförmiger Genuss mit einer knusprigen Schale. Leckere Waffel gefüllt mit Erdbeermus. Taiyaki ist ein traditioneller japanischer Kuchen. Ist das dieses Taiyaki? Von Maito ist es. Ja, wie gesagt, Erdbeere ist nicht meins. Bekommt ihr zum Eis mit dazu. Dann haben wir als nächstes etwas zu trinken. Das ist immer gut. Und zwar Fanta. Ich denke, das ist Pfirsich oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Steht jetzt aber sonst nichts mehr drauf. Wir gucken. Und zwar, es hätte Fanta Joghurt gegeben oder Fanta Sumumu. Das ist dieses Sumumu. Das hätte mich schon interessiert, dieses Joghurt. Und zwar Erfrischungsgetränk mit Traubengeschmack oder mit japanischem Pfirsichflavor. Das Traubengeschmack hätte mich schon interessiert. Also da hätte ich tatsächlich mal lieber das andere gehabt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon mal Pfirsich haben.
bin mir noch nicht sicher, aber wir hatten da, nein, ich glaube mit Stückchen, aber ja. Auf jeden Fall werden wir das sehr gerne trinken. Wenn es ich nicht trinke, dann auf jeden Fall mein Mann, der mag sowas. Dann haben wir als nächstes etwas in der Schachtel drin, und zwar, die sind toll. Pocky Watermelon Flavor Limited Edition with Cooling Effekt sogar, mit kühlenden Effekt. Pocky Melone, oder es hätte auch die Fettuccino Gummi gegeben. Das sind so Pfirsich-Gummibärchen, die hatten wir aber schon drin. Deswegen bin ich froh, dass ich die drin hatte. Süße Gumminudeln mit Pfirsichgeschmack oder fruchtige Stäbchen mit Melonengeschmack. Da bin ich gespannt drauf. Da bin ich echt gespannt drauf. Kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen, aber es hört sich interessant an. Und Melone mag ich. Dann haben wir als nächstes, wieder so ein Stäbchen. Okay. Das kennen wir ja schon, ist nicht so meins. Mal gucken, was das für ein Snack ist. Umaibo Tankatsu Soße. Super beliebter Everyday To-Go Snack in Japan. Crunchy Puffrestik. Umaibo bedeutet köstlicher Stick. Ich denke, den werde ich mal probieren, weil der hat jetzt nicht so einen besonderen Geschmack wie Teriyaki oder was weiß ich. Ich denke, den werde ich mal testen, weil den so Umaibo hatten wir noch nicht drin. Dann haben wir eine größere Packung, und zwar Kahato Caramel Corn. Ach, in Sternchen- und Mondform. Ach, ist das cool. Die muss ich mit meinem Neffen, mit meinem Bruder teilen, eindeutig. Wenn wir mal einen Filmabend machen, dann wird das auf jeden Fall gesnackt. Und zwar, ich habe sogar das Schönste bekommen. Es hätte noch, ach, das ist alles Caramelkorn oder was? Was ist dann da der Unterschied? Mensch, jetzt! Caramelkorn, Tanabata, Lemon und Skush. Skush. Ich flippe aus. Japanischer Mais-Snack. Simple und lecker to go. Simple und so lecker. Ja, ist jetzt die Frage. Also eins wäre mit Lemon gewesen. Bin ich froh, dass ich das nicht hatte. Eins mit Tanabata, was auch immer das ist. Und das ist mit Skush, denke ich mal. Nach was das dann schmecken soll, keine Ahnung. Aber es sieht interessant aus. Bin gespannt drauf. Das hört sich interessant an. Das wird uns auf jeden Fall gefallen zu testen. So, es wird leerer. Wir haben noch etwas mit Plastik. Es ist irgendwie alles mit Plastik. Und zwar, gute Frage. Keine Ahnung. Irgendwas mit einem Äffchen. Vielleicht Banane mit Schokolade? Ah, die White Chocolate and Banana Chewing Candy. Schmeckt das? Also, das ist ein Bananen-Kau-Bonbon, das man in eine Schokolade tunkt und dann in Streusel. Also, das spricht mich schon eher an, wie immer so mit, letztes Mal hatten wir doch diese Schlange drin, mit Erdbeersoße, das war jetzt nicht so meins, mit Schokolade und Streusel. Das hört sich tatsächlich schlecht an. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Und zwar, Hora Dekita Choco Banana Soft Candy. Sweet DIY. Bananen-Softcandy mit Schokoladenüberzug und Streuseln. Mach dein eigenes Bananeneis. Das finde ich schon irgendwie cool. Das werde ich testen, vielleicht auch mit meinen Neffen. Wie gesagt, mal gucken, da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich gucke jetzt rein, weil es ist nicht mehr viel. Es ist noch einmal die Morokoshi Wataru Maisflips sind das, denke ich mal. Und zwar, ich finde sie nicht hier. Morokoshi Wataru Tobanya. Maisnack mit süß-scharfer Sojabohnensoße. Leicht und fluffig mit der natürlichen Süße von Mais. Ja, ich glaube, dass die schon schmecken könnten. Finde ich interessant. Also sowas esse ich tatsächlich noch eher als irgendwelche komischen Fruchtsachen. Und dann haben wir drin, und da hätte ich mich eigentlich gefreut, wenn es was Großes gewesen wäre, aber also von der Schliebe, das ist echt traurig. Also ich weiß nicht, das finde ich echt traurig, einen lausigen Kaugummi da reinzupacken, dann hätten sie es auch gleich lassen können. Also da bin ich tatsächlich der Meinung, entweder sie hätten wenigstens zwei oder drei reingepackt, aber auf jeden Fall mehr wie eins. Das ist echt traurig. Pokémon Kaugummi, I choose you. Kaugummi mit Donnerblitz und Sammelmotiv. Pika, Pika, Pikachu. Genau, also mit Sammel, ist das außen dann mit Sammelmotiv oder ist da innen noch ein Sammelmotiv? Nein, das Sammelmotiv ist außen, okay. Wieso soll ich sowas aufheben? Wieso? Ja, wie gesagt, also eins finde ich irgendwie doof, dass da bloß eins drin ist. Aber okay, kann ich jetzt auch nicht ändern. Es sind auf jeden Fall trotzdem 10 Produkte. Obwohl ich jetzt die zwei kleinen, also das und diese Stange, als eins zählen würde, dann wären es für mich 9 Produkte, ist auch in Ordnung. Also einmal Pikachu, da bin ich wie gesagt etwas enttäuscht. Einmal Fanta, sehr schön. Einmal die Maisflips. Einmal diese Schoko-Bananen-Kaugummi-Teile. Einmal die Flips in Sternen mit Mondform. Einmal diese Stange mit Umami-Geschmack. Einmal die Pocky Wassermelone. Muss ich sagen, ist dieses Mal fast mein Lieblingsprodukt. Ich glaube, die Cheetos sind noch ein Stückchen weiter vorne. Einmal eben die Cheetos, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann zwei Produkte, die auf jeden Fall in eure Box wandern werden. Und zwar einmal dieser Maitofisch und einmal dieses Caplico Giant mit Erdbeer und Schokolade.
weil das einfach nicht meins ist, wandert es in euer Gewinnerpaket. Und das war's tatsächlich mit der Box. Also wie ich schon gesagt habe, das ist tatsächlich nicht so meine Box, gebe ich jetzt ehrlich zu. Die anderen haben mir besser gefallen, die ich bis jetzt hatte. Ich habe es auch allgemein nicht mehr. Asiatischen Süßigkeiten, ich gebe es zu. Irgendwie spricht mich das nicht so an. Dieses ganze Bunte und Süße und bla und blub. Nein, das ist nicht so meins. Also lieber so aus Amerika oder aus England tatsächlich oder Spanien ist auch gut. Aber asiatische Süßigkeiten sind nicht so meins. Aber trotzdem fand ich die Box jetzt nicht so schlecht. Fand es wieder doof, dass sie wieder so spät gekommen ist. Aber eigentlich müsste ich mich daran gewöhnt haben. Und das war es natürlich mit der Box. Und deswegen kommen wir auch schon zum Gewinnspiel. Und zwar zum Boxengewinnspiel. Was ist das Boxengewinnspiel? Ganz einfach. Ich suche aus jeder Box mindestens ein oder auch mehrere Produkte. Hier sind jetzt zwei raus, die ich in eine Gewinnerbox mit reinpacke, also die ich nicht brauchen kann und jemanden geben will, der es eben brauchen kann. Und die packe ich dann zusammen in eine Box. Ich habe 5 Boxen, das heißt, es kommen mindestens 5 Produkte zusammen. Und dann dürft ihr euch noch ein Favoritenprodukt aussuchen, das ich euch noch so mit rein tue. Also das heißt, wenn ihr ein festes Shampoo mögt, dann schreibt ihr ein festes Shampoo in die Kommentare oder Eyeliner, dann schreibt ihr Eyeliner in die Kommentare. Also einfach in die Kommentare schreiben, in welche Richtung euer Lieblingsprodukt, also euer Favoritenprodukt gehen soll. Genau, und ihr müsst natürlich dafür Abonnent meines Kanals sein, einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar mit Hashtag Box, Hashtag Verlosung und eurem Favoritenprodukt, ganz wichtig, Video Daumen nach oben nehmen. Genau, also Abo, Hashtag Box, Hashtag Verlosung, Favoritenprodukt nennen, das Video liken und ein Abo, natürlich ein öffentliches Abo bei mir haben. Ja, und dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal diese zwei Sachen gewinnen. Und wenn ihr wissen wollt, was noch in meiner zusammengestellten Box ist, dann müsst ihr bloß die anderen Unboxings aus dem Monat August angucken. Ja, und dann war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch sehr über einen Kommentar von euch freuen. Könnt mir ja mal die Frage beantworten, wie euch die Box gefallen hätte. Würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Unten auf den Abonnieren-Button ist alles kostenlos und kein Muss. Genauso wie die Glocke aktivieren. Da bekommt ihr dann eben eine Nachricht, wenn ein Video online kommt von mir. Genau, dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Keine Gewinnspiele, keine Auslosungen. Keine Unboxings, keine Hauls. Genau, es ist lohnt sich. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!